Ciao ragazzi, heute gibt es wieder etwas Italienisches. Und zwar gibt es wunderbare selbstgemachte Ravioli mit einer köstlichen vegetarischen Füllung. Mit dem Teig fangen wir natürlich an. Hier habe ich schon mal Weizenmehl Typen 0 in eine Schüssel reingetan. Und dann kommt Salz dazu, Olivenöl dazu, die 4 Eigelb kommen dazu. Und dann wird Wasser nachgeschüttet. Dann knete ich immer weiter und es kommt einfach so viel Wasser dazu, bis der Teig gut zusammenhält. Und er sollte wirklich noch ein bisschen feucht sein. Das ist ganz wichtig. Dann kommt der Teig auf eine bemalte Oberfläche und wird von Hand etwa 6 Minuten lang geknetet. Wenn er fertig geknetet ist, sollte der Teig wirklich ganz, ganz fein sein, wie ein Babypopo. Und der wird jetzt in Folie gewickelt und kommt mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank. Ravioli sind ja schon etwas aufwendiger zum Füllen. Und darum habe ich mich für eine Füllung entschieden, die man nicht auch noch kochen muss. Die muss man eigentlich nur noch zusammenmischen. Die ist auf Basis von Rucola, Ricotta und Kräuterfrischkäse. Die genauen Zutaten die seht ihr wie immer im Link unter dem Video. Und damit mein Brettchen nicht rutscht, tue ich hier noch eine feuchte Lumpe drunter. Und schon kann es losgehen mit dem Nüsshacken. Mein Teig ist durchgekühlt, mit der Hälfte vorne an, die andere Hälfte kommt wieder an die Kühle. Das sollte jetzt Schritt für Schritt dünner gewalzt werden. Bei meiner Maschine ist die dickste Stufe das 8. Mit der fange ich natürlich an. Wichtig ist, dass ich den Teig beidseitig immer ein bisschen bemehle, damit er nicht an der Maschine kleben bleibt. Wenn ich mit der Stufe 8 anfange, tue ich den Teig nachher nicht dünner wallen, sondern ich tue ihn 2-3 Mal wieder zusammenfalten, durchlassen, zusammenfalten, durchlassen. Und dann ist er bereit für 7. Dann mache ich weiter mit dem 6 und so weiter bis zur dünnsten Stufe. Zum Formen der Ravioli kann man gut Ravioli-Maker nehmen, gerade vielleicht, wenn man nicht so viel Erfahrung hat. Aber eigentlich klappt das von Hand auch sehr gut. Dann tut man einfach eine Pastaban auslegen, Häufchen von Füllung in regelmäßigen Abständen auf die Pastaban drauf machen. Die Pasta dort, wo man sie schneiden will, benetzen, damit sie nachher auch gut zusammenklebt. Die Pastaban zusammenklappen. Die Luft rausdrücken, das ist wichtig, sonst schwimmen wir nachher die Ravioli an der Oberfläche beim Kochen. Und die Pasta durchschneiden. Wichtig ist natürlich, dass die Ravioli nicht zusammenkleben. Darum lege ich immer ein Tuch aus, ein Küchentuch, ein bisschen Mehl drauf. Die kommen jetzt nur noch in Seiden Salzwasser, etwa 5 Minuten, dann sind sie schön al dente. Und eine Soße braucht es eigentlich nicht, nur ein bisschen gutes Olivenöl, ein bisschen Pfeffer und Parmesan. Und die Füllung, die ist einfach schon so aromatisch. Mmh, wenn ihr das schmecken könnt. Ich freue mich so aufs Essen. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wie immer seht ihr alle Details zum Nachlesen unter dem Video. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao a tutti.